Oh, ich weiß jetzt, was Flashstick gemacht hat. Hast du die Einladungskarte gesehen, die auf dem Tisch hier steht bei ihr? Nee, noch nicht. What? Evil Bastard that killed my parents. Oh. Oh, das gibt's doch nicht. Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party. Der kommt nicht über die Brücke hier drüber. Komm, Junge. Flashstick, der Ehrengast. Lock ihn hinter in meine Wohnung. Ich erledige den Rest. Oh, Flashstick, jetzt komm. Was soll ich denn machen? Dir ein Fleischstück vorhalten oder was? Jetzt komm doch mal her. Diese KI. Ja, ich ist schon wieder stehen geblieben. Komm. Ich guck grad auf der Map, verfolge ich gerade. Nee, er folgt mir jetzt über die Brücke. Komm. Ja, ich seh's. Er ist nach rechts, genau, ja. Achtung! Ey! Der ist dir bis gerade eben hinterhergelaufen. Ja, und dann ist er wieder verbrannt. Ey, wir waren so kurz davor. Ich sag ja, bei der letzten Ecke. Ja. Jetzt folg mir doch mal, du Affe. Ey. Affe. Immer noch nicht. Komm. Jetzt kommt er, aber der hat schon wieder geschossen. Ich glaube, da muss man echt in einem Wisch durchrennen. Ja, ich renne jetzt auch einfach. Ja, ja. Er ist noch hinten dran. Ich kann ja gucken, ob er hinten dran ist. Ja, so, ja, jetzt. Sieht gut aus. Gut. Jetzt darf er mich... Oh, nein! Fuck. Ich wollte nicht, dass er mich um die Ecke jetzt hier verliert. Gut, aber ich renne jetzt einfach durch. Da will ich eine Teeparty. Ja, das lag nur am Anfang daran, dass er ein bisschen länger gebraucht hat. Naja. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party. Sonst fress ich deine... Oh, das wäre ein Krampf. Naja, das ist echt... Dass man Mordecai auch nicht irgendwie sagen kann, hör mal kurz auf zu schießen oder so. Das ist total sinnfrei. Komm, Junge. So, jetzt durchrennen. Guck mal, ob er mir folgt. Ich sehe es ja auch auf der Karte hier oben. Das sieht noch gut aus. Ja, wunderbar. Ah ja, okay. Ich musste die Karte gerade eben nur schließen, nochmal öffnen. Nee, aber ich seh's ja auch hier oben. Ich will nur nicht, dass er mich um die Ecke hier verliert. Ja, genau. Hier musst du vielleicht kurz ein Sekündchen. Ja, okay. Sieht gut aus. Ja. Warte, gerade eben da im Eingang, der kommt gerade nicht hinterher, der steht irgendwie noch da rum. Nein! Ah, du Affe, komm zurück! Was? Ah, oh, du Blöde! Genau das ist das Problem. Ey! Kannst du ihm ins Bein schießen oder so? Dann ist er gleich tot. Das will ich nicht wagen. Obwohl, er wird eh gleich erschossen werden von Mordecai. Der ist wieder exakt am Eingang der Höhle stehen geblieben. Ich glaube, da muss man echt nochmal stehen bleiben irgendwie. So, nochmal. Oh, ja, mach nochmal. Ja. Wir kriegen das jetzt hin. So, er folgt mir. Lock ihn hinter in meine Wohnung. Ich erledige den Rest. So, nochmal. Das muss funktionieren. Ich will die Belohnung. So, $100. Achtung, er ist hier stehen geblieben aus irgendeinem Grund. Komm. Nein! Ey, ich stehe genau vor ihm und er verliert das Interesse. Das ist doch ein Witz. Aber er hat doch volle Gesundheit. Mordecai hat nicht geschossen. Immerhin etwas. Oder hat zumindest verfehlt. So, jetzt folgt er mir auf dem Fuß wieder. Also Achtung, stehen geblieben. Und er ist schon wieder umgedreht. Das ist diese... Ey, das ist so ein Dreck. Ja, du siehst auch immer, wenn er den roten Punkt verliert. Komm her. Naja, ich sehe ja immer wieder auf der Map, wie er einfach... Ja. Selbst auf geraden Strecken einfach stehen bleibt. Ja. Ich sage das. Schon wieder? Nee, er folgt mir noch. Ja, jetzt gerade eben ist er kurz stehen geblieben und euer Abstand ist größer geworden, aber jetzt folgt er irgendwie trotzdem ohne Probleme. So. Aber bei geringeren Abständen bleibt er stehen manchmal. Jetzt. So, Achtung, jetzt vorsichtig. Nein, Mordecai! Oh, das gibt's nicht. Ist das deprimierend, ey. Oh, dieser blöde Sack. Vielleicht darfst du es mal probieren, ey. Scheiß. Ja, lass mal ich machen. Also wenn... Probier's noch ich einmal. Ich probier's noch einmal und dann laufe ich einfach hin. Ich hab... Warte mal, bei dir klappt's dann sofort so. Wahrscheinlich. Aber dann nur, weil ich so gute Vorarbeit geleistet habe. Auf jeden Fall. Du hast den Weg geebnet quasi. Du hast schon mal mit deinen Fußsporen so alles schön ausgearbeitet. Naja, du mich auch. Ich bleib jetzt immer mal zwischendrin so kurz stehen, komm. Ja, sieht gut aus. Nein! Oh! Ey, das ist ein Witz. Okay, wir tauschen jetzt mal. Auch wenn man dann bei mir jetzt nicht so sonderlich viel sieht, aber ihr wisst ja jetzt, wie es nicht geht. Genau. Ich weiß auch gar nicht, was ich anders machen soll. Du bist ja auch nur eigentlich durchgerannt. Ja. Also... Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt. Okay. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party. Da ist er.
Flashstick, der Ehrengast. Log ihn hinter in meine Wohnung. Ich erledige den Rest. Flashstick ist die Hölle auf Erden. Ah, lauf. Na, er hat aber noch keinen roten Punkt. Er folgt dir, glaube ich, nicht. Ah, ja, also der ist mir bis zur Brücke gefolgt. Du musst immer, wenn er mir anfängt, daher zu laufen, das Questlog, die Map kurz schließen und nochmal öffnen, weil sonst datet sich der Punkt nicht ab. So. Ach so. Ups. Oh, kommst du jetzt dieses Mal über die Brücke? Ups. Gut. Was? Schon wieder zurück umgedreht? Ja, ja. The fuck? Ich sag ja, der ist. The Gewitzkins! Guck mir das jetzt auf der großen Karte an. Das sieht sehr interessant aus. So. Ne, ist wieder umgedreht. Ich hab extra so langsam auf der Brücke und er dreht wieder um. Das gibt's nicht. Im Wasser sterben wir wahrscheinlich alle. Man kann ja nicht schwimmen. Ja, nee, er muss schon irgendwie über die Brücke, aber ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das hat bei mir auf der PS3 auch ständig rumgebackt. Also das ist ganz blöde programmiert worden. Ja, das sieht gut aus. Nein, er tritt wieder um. Ey, ich bin rückwärts gelaufen. Ich habe ihn direkt angeguckt. Das wird der Fehler gewesen sein. Dein Gesicht hat ihn abgeschreckt. Ich bin einfach straight ahead gelaufen und dann ist er mir auch gefolgt. Ich habe mich gar nicht umgedreht oder so. Als ich mich umgedreht habe, hat Mordecai ihn erschossen. Er hört wieder auf dir zu folgen. Glaube ich. Er läuft wieder zurück. Hä? Diesmal habe ich mich an die umgedreht. Das ist so krank. Warte. Naja, er guckt halt lieber einer Frau auf den Hintern als einem Mann. Ja, so kommen wir schon mal ein bisschen weiter. You can do it. Achtung, Achtung, der schießt wieder. Ja, er ist noch hinter dir dran. Komm her. Ja, ja, ja! Du bist herzlich eingeladen, Schwein! Yes! Weißt du, was ich dieses Mal gemacht habe? Als er stehen geblieben ist, habe ich ihm ins Bein geschossen. Dann hat er sich aufgeregt und ist mir hinterhergerannt. Ja, okay. Ja. Oh, super. So. Okay, Kumpel, gib es an! Zeit für die Party! Und du bist der Kellner. Triff Mr. Sparks dort drüben, um Mr. Flashstick hereinzubringen. Halleluja! Sparks. Warte, hier hing. Ach so! Generator das soll anschalten. Mr. Sparks sein. Deine Eltern haben bestimmt geschrien, als sie draufgegangen sind, hm? Wenn du bereit bist für die Party, verpasst bitte Mr. Flashstick eins in seine Schweinefresse. Sympathisch, gut. Oh, eins habe ich vergessen. Oh, oh. Flashsticks Freunde sind auch eingeladen. Pass auf, dass sie nicht randalieren und den Generator schrotten. Okay. So, ich brauche ein bisschen Gesundheit. Jawohl. Oh Mann, jetzt geht's wieder los hier. Aber hallo. Oh, jetzt wird's auch noch fetter. Was sagst du, Princess? Ich verstehe dich nicht. Ah, ich häng fest. Oh nee. Burn, baby, burn. Got him. Iridium. Iridium. Oh, da kommen jetzt Nomaden und die ganze Palette. Die ganze Mischpoke. Nichts über einen schwierigen Kill. No. Halt still. Da. Nice. Freunde, weiter so wie du es gewohnt bist. Okay. Okay. <klar. lacht> So, das war wohl die erste Welle, die haben wir geschafft. Jetzt kommt die zweite. Ich habe etwas Gesundheit. Heute ich dich bei lebendigem Leib. Das wird dir nicht passieren. Wie können Sie es wagen, Sir Reginald zu unterbrechen? Ich glaube, der hat mich nicht gemocht. Ja, Mordecai hilft ja ganz gut. Wir haben es hier gemütlich. Genau. Über Sie beide kursieren sehr anzügliche Gerüchte. Nein, ich danke.
Oh, 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 oh. Ja, ja, der Goliath. Das war mal ein Goliath. Genau. Immer noch nicht die zweite Welle geschafft. Was ist da los? Ja, das wird jetzt die zweite sein. Was meinen Sie, Mr. Flashstick? Lass mich! Du bist ja komplett irre! Oh, sicher. Da bist du doch in guter Gesellschaft. Genau. So viele Badasses. Das wird jetzt ziemlich wehtun. Dankeschön. Gut, dass du zusehen musstest. So. Der Tod deiner Familie hat dich stark gemacht. Wie mich. Zweite Welle überstanden. Noch ein Crumpet, Princess? Uh-oh. Das hört sich nach Psycho-Zwerg an. Kein Problem mit der Schrotwinde. Die sollte ich auch mal wieder auspacken, aber die quatscht mir so viel. Das ist wohl kaum die angemessene Teeparty-Konversation. Mr. Sparks! Raus auf die Hose! Mir gar nicht gut. What? Hey! Vera! No shit! Du hältst dich nicht! Das war nur Glück! Du Bastard! Noch einer da hinten! Wer kommt da jetzt? Und beißt dir die Zunge mit bloßen Zähnen ab! Ich werde das Letzte sein, was du... Haha, diese ganzen Headshots, ey, wie das Blut nur spritzt hier. Ist schön! So muss das! Boah, ja doch! Ich wusste gar nicht, dass sie sich verloren. Wo ist der Glückliche? Kein Bräutigam ist unter ihrer Würde. Was viel Besseres haben. Nicht aufhalten! Bitte nicht! Aufhören! So, haben wir es jetzt mal mit dem ganzen Geschrei? Ja, ich glaube schon. Auf ein Wort. Sekunde. Oh, was ist das denn? Ach, klasse Psycho. Naja, kann man verkaufen. Mehr Kugeln. Assassine. Kann man irgendwas? Ja, auch verkaufen. Gut, gut. Sonst war da nichts dabei. Also diese ganze Questreihe hier ist ganz schön interessant, weil die... Ist doch nice, oder? Die, was geht da? Die Kleine ist doch süß. Einfach. Pistole als Belohnung. Oh, es wird spät. Ich fürchte, Mr. Flashstick muss uns verlassen. Dich kenne ich doch. Du solltest tot sein. Kammerjäger. Hey. Kammerjäger. Gut. Ach, das war's jetzt einfach. Okay. Anscheinend, ja. Was habe ich? Du hast eine Korrosionselementar-Tech-Waffe erhalten. Ein interessanter Standpunkt, Monsieur Flashstick. Mr. Sparks, was denken Sie? Ja. Nein, Munition! Es tut mir leid, dass ich deine Familie... Ach, so. Jetzt haben wir wieder ordentlich da. Ich glaube, Mr. Flashstick hat gerade das Zeitliche gesegnet. War schön. So, was haben wir hier? Nö, das ist nicht so. Die Pistole ist gar nicht mal so schlecht. Oh, ich kann mich noch zwischen der Belohnung entscheiden. Die sind beide. Oh, echt? Ich hatte nur eine zur Auswahl. Ich habe einmal einen Raketenwerfer und einmal eine Granate. Beides gleich scheiße, wenn ich das mal so nett formulieren müsste. Aber der Raketenwerfer ist mehr wert, deswegen nehme ich den. Ich verkaufe den gleich mal. So, was habe ich denn hier eigentlich eingesammelt? Ach, von ihr haben wir diese kleine süße schön. Rosa Waffe, Corrosive Teapot, aber... Ja, die ist sogar ziemlich heftig. Naja. Also heftiger als meine alte Pistole auf jeden Fall, da kann ich die Pistole schon mal auswechseln. Mach doch. Ich hatte halt noch so eine Level-11er-Pistole, deswegen, das war da nicht zu schwer. Da hatte ich noch die du mir gegeben hattest, deswegen. Genau, das war die Feuerwaffe, die ich dir gegeben hatte. Ja. Feuerrate. Nee, ich hab alle bei mir sind besser. Also zumindest im Schaden. Ja gut, Genauigkeit ist ein bisschen. Ach nee, also. Die Wer kann das raus? Werde ich verkaufen. So. Okay. Ach so, ich hatte den Level up irgendwann. Ja, ich auch. Wollte ich auch noch vergeben. Ah, was nehme ich denn? Was nehme ich danach mit dieser Entscheidung?
Maximale Gesundheit. Ja, nehmen wir das hier noch. Nee, die Gesundheit war das Erste. Nee, Gesundheit war gar nicht das Erste, was ich aufgerüstet habe. Wieso habe ich hier keine Gesundheit? Da. Jetzt müsste ich nur demnächst irgendwann mal drauf achten, ob ich wirklich diesen Buff bekomme, wenn ich irgendetwas töte. Das wäre ganz cool. Waffenwechsel. Oder? Diese Waffe macht mich wahnsinnig. So. Ja. Und das Töten eines Feindes erlaubt mir das. Gut. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich... Ja, wir haben nur noch die Hauptquest, sehe ich gerade. Ja. Und eine andere, die wir im Sanctuary abgeben können. Genau. Boah, da haben wir ja ordentlich was geschafft hier. Ja, wir sind richtig gut. Boah, ist das geil. Ja, super.